Hey, ihr lieben Hörer von der Macht der Worte und auch die, die vielleicht noch keine Hörer sind, aber einfach so heute vielleicht zufällig in Anführungsstrichen dazuschalten. Zufällig in Anführungsstrichen deshalb, weil ich vor ein paar Wochen mal den Spruch hören durfte, Zufall ist Gott sein Künstlername. Ich feiere diesen Spruch so hart. Und ich wurde dazu eingeladen, was zum Adventskalender beizutragen. Und dem Ruf komme ich gerade nach. Ich freue mich riesig, eingeladen worden zu sein. Und mein Name ist Jermaine Darbins. Ich mache gern Rapmusik sehr, sehr gerne in Jesu Namen. Und rede auch gern, aber das ist vielleicht nicht unbedingt verkehrt, wenn man sich einen Rapper nennt. Und ich würde euch heute gerne, also die Leute, die mich vielleicht von irgendwie auf Instagram schon mal gesehen haben, ich benutze sehr oft das Hashtag Korinther, weil es tatsächlich eines der Bücher aus der Bibel ist, die ich aktuell am meisten mag. Was überhaupt nicht heißt, dass die anderen schlecht sind, so, aber Korinther feiere ich einfach. So wie vieles natürlich aus Gottes Wort. Aber bei Korinther ist es so, dass da gewisse Verse schon immer wieder in meinem Leben mal aufgetaucht sind. Auch bevor ich aktiv versucht habe, eine Beziehung mit Jesus zu führen. Und ich habe... Also wenn ihr hier ein bisschen blättern hört im Hintergrund, dann liegt das dran, weil ich hier so ein kleines Notizbuch habe, wo ich gerne so göttliche Ideen, Erfahrungen, Erlebnisse aufgeschrieben habe, mal eine Zeit lang. Ich würde das gerne wieder einführen, aber das ist in letzter Zeit bei mir stark eingeschlafen. Und ich möchte über die Liebe heute sprechen. Diese Adventszeit wird ja dafür hergenommen, quasi so als Art Countdown zu einem Feiertag, der als Jesus Christus seinen Geburtstag mehr oder weniger weltweit einfach mal markiert worden ist. Man kann vermuten, dass das sein Geburtstag wahrscheinlich zu einer anderen Zeit stattgefunden hat. Aber für mich bedeutet das trotzdem, hey, Wir haben da jetzt einen Tag, wo wir sagen, da feiert man gemeinsam einfach, dass Gottes Wort Mensch geworden ist, um bei uns zu sein. Und da steckt ganz viel Liebe drin, um sowas zu tun. Es heißt nicht umsonst Fest der Liebe, auch wenn in meinen Augen dieses Fest der Liebe sehr verdreht worden ist, kommerzialisiert und so weiter. Aber darum geht es heute nicht, sondern es soll wirklich auch um die Liebe gehen. Und da springe ich doch gleich mal rein in Korinther 13, 1 bis 3. Wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte, und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Ich finde das so krass, weil wir hier einfach so viele Sachen haben, so, hey, wenn wir wie Engel reden könnten, das wäre krass. Aber wenn wir keine Liebe haben, dann klingt das wie ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Weissagung. Paulus hat gesagt so, schön, dass ihr in Sprachen betet, aber ich finde viel krasser, wenn ihr die Gabe der Weissagung hättet. Er hebt die Weissagung so hoch und gleichzeitig heißt es hier, wenn man diese hat, und auch alle Geheimnisse wüsste und sogar die Erkenntnis hätte,
oder allen Glauben besäße, sodass man Berge versetzen könnte, wo ja Jesus gesagt hat, wäre euer Glaube so groß wie ein Senfkorn, könntet ihr Berge versetzen. Wir können das alles haben, aber wenn wir keine Liebe haben, ist das nichts wert. Wir könnten sogar wie Jesus unseren Leib hergeben. Wenn wir nicht lieben, dann nützte es mir nichts, uns nichts. Und das finde ich so stark, weil uns das zeigt, wie sehr einfach die Liebe das Thema bei Gott ist. Und es gibt, ich würde dem gerne noch gegenüberstellen, einen ganz bestimmten Vers. Amos war das, glaube ich. Den muss ich jetzt, während ich hier rede, mir noch schnell raussuchen. Den habe ich nämlich nicht aufgeschrieben. Das ist Amos 21 bis 23. Kann sich auf viele Gottesdienste beziehen, die ja an Weihnachten auch immer gern gefeiert werden. Oft Kirche leer, Weihnachten Kirche full. Und da hat Gott auch was dazu zu sagen. Das ist jetzt zwar aus dem Alten Testament, aber ich glaube, dass das für mich geht das ein bisschen in dieselbe Richtung. Amos 5, 21 bis 23, bis 24, sorry. Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speiseopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder. Und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Wahrscheinlich sind das jetzt meine Worte, wenn ich sage, Liebe und Gerechtigkeit sind in Gottes Augen bestimmt ähnlich oder gleich. Aber hier sagt er uns auch nochmal, bitte liebt. Ich mag eure Lieder nicht, wenn ihr nicht liebt. So, ich mag eure Opfer nicht, wenn ihr nicht liebt. Und das geht auch dahin, wie wenn ihr in Engelszungen sprechen würdet, dann hättet ihr, dann wäre das ohne Liebe wie ein klingendes Erz, also wie Lärm. Deshalb, Leute, lasst uns lieben, lasst uns lernen zu lieben, lasst uns üben zu lieben. Und wir sollen Gott lieben und ehren und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Love is the word. Viele liebe Grüße. Peace. Shalom.